Ja, da bin ich wieder mit einer Ausgabe zum Werteindex 2020. Ja, es fragen viele Leute, ja, dieser Generationenkonflikt, was hat das auf sich? Vielleicht nochmal an diesem Cover erklärt. Wir haben es ja nicht umsonst gewählt. Vielleicht nochmal für die, die das nicht kennen, wie es entstanden ist. Es ist etwas, was tatsächlich in der Netzkultur sehr häufig ist, dass Bilder, Mime, ganze gesellschaftliche und politische, überhaupt Debatten der Netzkultur zusammenfassen und wirklich auf den Punkt bringen durch diese Bildmaterialien. Und diese De Debatte ist sehr, sehr stark fokussiert worden oder nochmal verstärkt worden durch eine Parlamentarierin aus Neuseeland, die auf sehr, sehr starke Kritik eines älteren Parlamentariers reagiert hat, indem sie einfach nur gesagt hat: Okay, Boomer. Und damit war die Debatte zu Ende. Und dieses Okay, Boomer bedeutet tatsächlich eine Zäsur im Umgang dieser beiden Generationen miteinander, weil so einfach lässt sich gerade dieses komplizierte Verhältnis dieser beiden Generationen am besten auf den Punkt bringen. Man versteht sich nicht mehr. Da ist auf der einen Seite die Generation der Babyboomer, 55 älter, die tatsächlich es gewohnt waren, ihren Lifestyle zu pflegen, Erfolge zu feiern, auch kommerziell, materiell Erfolg zu leben, die heute auf Kreuzfahrten unterwegs ist, die viel reist, die in Zeiten der Flug Booms auferstanden sind, die Billigpreise gesehen haben, die den Discount groß gemacht haben. Und dann steht dort eine Generation, die all das in Frage stellt, die nicht versteht, dass eine Generation wie die Babyboomer so wahnsinnig auf Kosten zukünftiger Generationen leben kann. Und das forciert einen Konflikt. Und der manifestiert sich eben in ganz vielen dieser Werten. Und wir können erstmalig auch eine Besonderheit dieses Werteindex, auch auf soziodemografische Daten. Wir erfassen Twitter, wir erfassen Blogs und da sind soziodemografische Daten hinterlegt, wo wir auch mittlerweile unterscheiden können, wo unterscheiden sich die Debatten zwischen den Älteren und den Jungen. Und da gibt es gerade die politische Diskussion in den jüngeren Generationen, wer es die kommerzielle Lifestyle-Debatte auf den älteren Zielgruppen ergibt. Und das ist genau das, was, glaube ich, ganz spannend ist für uns alle, die auf der politischen Ebene unterwegs sind, die gesellschaftlich Dinge markieren, aber auch als Unternehmen das Marken- und Konsumprodukte für alle produziert. Weil mit diesem Konflikt wird man umgehen müssen. Und dazu vielleicht morgen noch ein bisschen mehr unter der Überschrift: Wie kann ich eigentlich als Marketer mit dem Werteindex arbeiten? Für heute erstmal viel Spaß und ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind.